Und er redet und redet und redet und ich saß da wie so ein Hans-Wurst daneben und komm da nicht rein. Seiner Frau haben sie mal ins Gesicht geschossen. Shoutout geht raus an Bibis Beauty Palace. Aber jetzt immer Jetzt lass uns da mal. Wir haben keine Redakteure, wir haben keine Kameraleute, wir haben nichts. Wir machen das alles in Alleinarbeit. Eben wir das Ding so einen Schub gekriegt, dass wir ja überall in Download-Charts auf Platz 1 waren. Und damit herzlich willkommen zu diesem unglaublich tollen viralen Hit. Wir haben heute wirklich zwei unglaublich besondere Gäste bei uns im Wohnzimmer. Die sind Best-Age-Influencer, würde ich sagen. Beste Freunde, die bekanntesten Ostfriesländer des Internets und bringen mit ihrem Alltag auf den sozialen Plattformen Millionen Menschen täglich, sekündlich, minütlich zum Lachen. Machen ganz, ganz großen Applaus für Wilke Zierl und Udo Tisch! Konfetti-Kanonen wären geil gewesen. Moin! Udo, Gastgeschenk übergibt man beim Reinkommen. Oh ja! Wir haben euch was mitgebracht. Einmal ein flotter Beiler. Wir dürfen es eigentlich nicht berühren durch die Abstände. Aber also, okay, wir berühren euch nicht. Setzt euch hin, hinsetzen. Danke, so geht's. Danke. Ist das, nee, das ist nicht gut, wenn ich den jetzt hier hin. Weg damit! Ah, das ist ja von allen Seiten. Ja. Können wir Fußball spielen? Wir haben es immer probiert. Aber darf ich die legendäre Geschichte noch mal ganz kurz erzählen? Benni war früher Torwart. Man ist Torwart. Mein Leben lang Torwart. Und Benni hat in einem Spiel gegen den Garata SV 33 Gegentore bekommen. Wir haben 33-0 verloren. Er stand in der Abwehr. Und wer stand im Tor? Ich habe doch gerade gesagt. Ja, habe ich doch nicht mitgekriegt. Danke, dass ihr hier seid. Und das ist euer Verein. Stehenfelde. Der Verein Sport spielt doch in der Kreisklasse. Ihr habt die meisten 80.000 Facebook-Fans, also habt ihr doch? 100.000 haben wir. 100.000 mittlerweile, wow. Ihr habt mehr Fans als mancher Bundesliga-Verein wahrscheinlich. Haben wir wirklich. Ja? Ja, ja? Was ist denn, wenn jetzt so ein Investor kommt und sagt, ich... Hatten wir schon. Okay, und Nein. Was, wenn er sagt, ich gebe euch 1 Milliarde Euro? Dann würde ich sagen, und ja. Und 12 Bitcoins? Dann würde ich nein sagen. Wir hatten tatsächlich schon ein paar Firmen da, die viel Geld bei uns lassen wollten, aber... Funk zum Beispiel. Funk, ja. Die haben doch schon alles, wollte noch einen Fußballverein. Die haben auch gesagt, wir sollen eure Sendung irgendwann übernehmen. Ja, das könnt ihr auch gerne machen. Dann macht ihr unseren Job. Dann tauschen wir einfach. Können wir aber machen, guck mal, das passt auch gerade ganz gut. Wir haben euch, für euch auch einen schönen... Ach, geil. Wollt das Wohnzimmer-Schal. Den möchtet ihr bitte das in eurem Vereinsheim... den hängen wir wirklich auf, Jungs. Aufhängt. Mega. Danke. Erklärt doch mal ganz kurz, was ihr so macht. Oh Gott, unsere Zielgruppe ist ja eigentlich von 19 bis 65 eher. Wir haben einfach angefangen, Videos bei YouTube und Facebook zu drehen über unseren Fußballverein, weil Udo ist halt Platzwart, Choleriker, regt sich auf, macht alles kaputt. Kennt man. Jeder Fußballverein. Jawohl! Kannst du woanders schreien, das halt hier so. Ich schreie nur, wenn du willst! Hier ist heute eine Mücke beim Fahrradfahren reingeflogen. Wohin? Ja, im Arsch! Natürlich im Mund, du Blödmann! Ist irgendwas von Ruin, das glaubst du nicht! Alles voll Maulwürfe! Wer schlägt der Vorstand? Die reißen mir den Arsch auf! Wie was hast du denn wieder gemacht? Udo! David, nein! Du bist wahnsinnig! Also wirklich! Jetzt steht dein Pferd! Ich werd schlägt! Hast du mal jetzt ein bisschen einen Mann? Was ist denn mit dem Pferd auf dem Vorplatz? Wieso gehst du denn aus dem Bild? Ja, weil ich meine Sache eben holen muss! Ich hab jetzt keine Zeit für eine dynamische Aufnahme oder was du jetzt gerade machen willst! Du fängst doch mit den ganzen anderen immer. Und da muss ich mich aufregen. Also ich sabotiere mal seine Arbeit auf dem Sportplatz. So. Ich habe da eine Eisbahn aufgebaut, Pferde. Ich habe da schon ein Blumenbeet im Strafraum gebaut. Ich habe da einen Spielmannzug spielen lassen. Und so hat sich das entwickelt. Und mittlerweile, bei YouTube sind wir noch gar nicht so groß. Ich glaube irgendwie 280.000 Abonnenten. Bei Facebook 500.000. Und bei Facebook gehören wir zu Top 5 Deutschland. Teilweise Videos mit... Das ist wirklich gut, oder? Ja, und das ist echt gut. Voll gut. Wir haben teilweise Videos mit über 20 Millionen Aufrufen. Bei Facebook sind wir richtig eine dicke Nummer. Man sieht mich halt Gott sei Dank nie. Man sieht halt immer Udo, ich filme aus meiner... Udo ist der eigentliche Star. Udo ist der Star. Nein, ich das schreiben Leute ich bin kein Star, ich bin einfach der Dorftroll von... Aber Udo, wirst du denn öfter angesprochen in der Stadt als Wilke? Weil du wirst ja öfters gesehen. Ja, man wird wohl angesprochen, aber du, ich komme damit klar. Bist du Gänsehaus, wenn du angesprochen Ich komme damit echt bodengeblieben. Ich bin wirklich bodenständig geblieben. Ja, sind wir wirklich. Also wir nehmen uns Du lässt einen auch nicht ausreden. Nee, du lässt mich doch, ich bin jetzt am Reden. Nur Stress. Weißt du, das ist bei ihm folgendes. Wir waren letztens auch im Sender. Ja. So. Und er redet und redet und redet und ich saß da wie so ein Hans-Wurst daneben und komm da nicht rein. Ja, das ist halt... Und irgendwann durfte ich dann Tschüss sagen. Wir netzwerken halt nicht so viel bei YouTube und so. Also wir müssen dazu sagen, wir haben ja die goldene Henne gewonnen, Vivarion. Da wird auch geklatscht, Wilfried. Du kannst auch ruhig mal klatschen, damit man das hört.
Ja, ja, ja. Und da waren wir dann auf dieser grandiosen Aftershow-Party und da sagte dann Kai Pflaume, ey, was macht ihr denn jetzt? Ihr habt diesen riesen Pokal gewonnen im Fernsehen. Und Udo sagt, ja Leute, ich kann heute nicht feiern, ich muss morgen um 8 auf dem Sportplatz wieder abkreiden, das ist ein Kreisklasse-Spiel. Der Verein kriegt eine enorme Aufmerksamkeit. Kommen auch Fans zu den Spielen? Alter! Echt? Wir wollten ein Spiel machen gegen eine Profimannschaft. Wir haben halt keine Kohle. Dann gibt es so eine Agentur, die vermieten die Profimannschaft. Kannst du mieten, was du willst, Bayern, und gehen wir hin. Ich kann den FC Bayern mieten? Nee, kannst du mit Lewandowski? Ja, du musst halt die Kohle haben. Wie teuer ist Bayern München? Alter, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich darf ja keinen Namen nennen, aber okay. Wenn du so einen Profiklub nimmst, aus der ersten Liga, legst du schon 30 Scheine hin. Da kommt extra 30 Euro, genau. Nein, 30.000 Euro und die prüfen halt auch den Rasen und so. Okay. Und das muss halt alles. Aber 30.000 Euro? Aber wir hatten schon einen Profiverein bei uns. Erster FC Köln. Ist ein Profiverein. Okay, erzähl dir die Geschichte weiter. Ich hab gesagt, das ist doch mal still, meine Güte. Ich bin doch mal erzählt. War doch ein Profiverein als damals. Ja, Udo. Zur Einweihung. Ja. Auf jeden Fall sind wir hingegangen und dann, was ist das Billigste, was ihr habt? Wie viele Tickets wollt ihr verkaufen? Ich sag, brauchen wir nicht drüber reden, wir sind schon ausverkauft. Also wir haben innerhalb von 2 Minuten 3.000 Tickets verkauft bei uns. Und dann haben wir uns halt so Leute wie, wurde wegen Corona verschoben, Elton, Kai Pflaume, Icke Hüftgold, die haben uns alle mit reingeholt, die spielen mit. Und wenn wir Heimspiele haben, da sind da auch 300, 400, 500 Zuschauer aus ganz Deutschland. Stark. Also wir haben in diesem Verein was erschaffen, aber arbeiten halt auch noch auf einer geilen Basis. Also wir sehen zu, dass soziale Projekte unterstützt werden. Wir fördern die Kinder enorm von unserer Kohle, die wir einnehmen. Zu Weihnachten verteilen wir Geschenke an Tierheime, an Kinderprojekte. Wir waren in Ghana am Waisenhaus mitgebaut. Wie lange kennt ihr beide euch denn schon? 15 Jahre. Oh, erzähl mal, Wilke, wie alt bist du jetzt? 33. Vor 15 Jahren warst du also? Ja, kannst du rechnen. 18. Ja, als Jugendspieler bin ich in den Verein gekommen. Also jung. Und welche Position? Mittelfeld. Und was, welche Nummer auf dem Rücken? 7? 27. Okay. Du hattest mit 16 die Möglichkeit, entweder entscheidest du dich für Fußball oder für Frauen und Disco. Und ich war eher letzterer Fall und der Trainer musste... Du kannst gleich weiter erzählen, aber lässt du das Sofa mal stehen? Das geht nur so hin und her. Ihr mögt ja auch mal gern feiern und ich habe so gern gefeiert, dass der Trainer mich immer Sonntagmorgens abholen musste, weil ich dann noch verkatert war. Hast du trotzdem Leistung gebracht? Nee. Ja, so haben wir uns halt kennengelernt. Er war ja immer der Platzwart auf dem Verein. Der im Verein, der halt ausgerastet ist. Immer rumschreien, wenn da ein Kind im Strafraum ist, rastet er aus, wenn er irgendwas... Ist doch richtig, sowas gehört als Kind. Bevor das irgendwie jetzt kommt, der hat einen hier oben. Nein. Du hast einen hier oben. Nein. Udo, der Kinderhasser. Nein, ich bin kein Kinderhasser. Ich habe auch 2 Enkelkinder und die liebe ich abgöttlich. Aber es geht darum, wenn ich einen 16er absperre, wenn das abgesperrt ist, was heißt das? Abgesperrt. Danke. Trotzdem gehen wir rein. Das geht gar nicht. So, und dann habe ich das in... Ja, vielleicht ein bisschen zu laut erzählt. Darauf basieren halt die Videos, weil er sich halt unwahrscheinlich aufregt und er schreit halt immer rum und regt sich auf. Beispielsweise, er ist ja auch nie an was schuld. Es ist so ein bisschen wie bei Tooltime. Hier, hör mal, wer der hämmert. Der macht ja mal das kaputt. Der hämmert gleich einer. Udo fährt rückwärts mit einem Trecker gegen den Pfeiler, das ganze Trecker kaputt, ruft die Werkstatt, also die Fabrik von dem Trecker an und sagt, so einen Schaden haben wir nicht. Seit 30 Jahren. Jawohl! Nein! Jawohl, seit 30 Jahren, so einen Schaden haben sie noch nie. Den Fall habe ich heute Morgen jetzt schon mal. Pass auf. Rückwärts gefahren bin ich, wo ich das Mehl weggebrochen habe. Wo ich den schief gejagt habe. Ja, ihr lacht jetzt. So, und mit dem Trecker, wo das zum Berg zurückgegangen ist, da bin ich noch mal gefahren. Und dann sind wir... Ich hab die ganze Zeit, weißt du, ich hab die ganze Zeit, kennt ihr noch Mila Superstar? Wenn er schreit, stellt mein Gehirn sich aus und ich hab die ganze Zeit nur diese Mila Superstar-Melodie im Kopf. Weißt du, weil er versucht immer alles zu umrunden und zu erklären. Nein! Jawohl! Nein! Das interessiert doch, die Leute da draußen interessiert nur, wie du einen Trecker kaputt gemacht hast. Ja, so, und der Trecker, der ist dadurch kaputt gegangen. Ich bin dann normal nach vorne gefahren, weil unser, der oben Frühstück gemacht hat, gesagt, es gibt Frühstück. So, und dann bin ich schon oben, da kommt mein... Warum erzählst du sie das ganze Wahrheitsgeschichte? Ja, und dann haben wir das Ganze hinweggebaut und haben gesehen, dass das ganze Rattenlager. Oh Gott. Warum erzählt er die ganze Geschichte jetzt? Ja, weil ich das genau haben will. Du sagst nämlich, ich hab's kaputt gefahren. Hab ich nicht. Erzähl doch auch, wie du den Pfosten kaputt gefahren hast. Da hab ich auch nicht. Pass auf, da steht seit 20 Jahren das Tor. Ich raste gleich komplett aus. Weißt du, hier steht ein Kaktus.
Und der passt. Der passt so, dass der Willi wehtut. Aber ist ein Platzwart ein richtiger Beruf? Ja. Nee, beruflich mag ich das. Okay, aber was heißt, man kann nicht davon komplett leben? Nein. Okay, Ehrenamt. Ich habe Fakten für euch. Ehrenamt, richtig. Wir präsentieren das Ehrenamt. Ja, wir haben so, ich habe so Fakten für euch. Seitdem Udo Platzwart ist, ist es nicht gelungen. Ich bin ja im Vorstand, haben sich die Dieselausgaben das siebenfache erhöht, weil er so viel Trecker fährt, grundlos. Und er fährt so schnell Trecker, dass er es gar nicht mähen kann. Und er wird auch öfters mal, wenn Spiele sind, vom Platz verwiesen. Der Schiedsrichter schickt ihn dann vom eigenen Spielfeld runter, weil der tierisch ausrastet. Seiner Frau haben sie mal ins Gesicht geschossen. Das werde ich nie vergessen. Wir saßen auf der Bank und Udos Frau kriegt den Ball ins Gesicht. Peng! Und dann richtig geil kippt sie so vorne über in Sand rein und kommt so hoch. Das ganze Gesicht war voller Sand. Da meint ein Spieler von uns, war die im Urlaub? War, aber wir lachen da jetzt drüber. Es tat höllisch weh. Die musste zum Arzt. Und ich bin aufgerüstet. Dein erstes Video war, glaube ich, ein Video, wo du dir Bibis Beauty Palace auf die Wade tätowiert hast, oder? Ich habe im Tattoo-Studio meine Ausbildung gemacht und dann war ich auf einem Festival. Dann habe ich mit irgendjemand gewettet und dann habe ich dieses. Kriegst du die Hose hochgezogen oder so? Ja, sicher. Guck mal hier. Oh Gott, ich krieg einen Krampf, Alter, erst ab. Nein, auf jeden Fall bin ich Bibis Beauty. Hier, Fußballverletzung noch. Ich fand das einfach geil, dass es sieht so böse aus. Ja, ne? Ja, das passt auch zu ihr. Ja, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Shoutout geht raus an Bibis Beauty Palace. Es gab keine Anzeige. Nee, da hat sie mich eingeladen, zu sich nach Hause, ne? Und da, hätte mir einen Spaß rausgemacht, ne? Wir sind ja schlagfertig. Aber hat sie nie drauf reagiert. Da meinte irgendjemand, ah, Bibi, war dein Durchbruch. Ich sag, welcher Durchbruch? Ich mach halt immer Instagram, hab das irgendwann hochgearbeitet. Ganz viele Leute sagen immer, du bist ja nur erfolgreich wegen Udo. Vergessen aber alle, dass ich, glaube ich, schon 120.000 Abonnenten hatte, bevor Udo kam. Udo war natürlich ein riesen Hype mit und... Aber wie kamst du auf die Idee, Udo zu filmen? Ich hatte das einfach Handy so hast du gedacht, ich mach das jetzt einfach. Nee, ich hab ihn gefilmt. Pure Zufall. Er ist einfach wieder ausgefilmt. Ich war gerade am Film, wie ich irgendwas beim Sportplatz mithelfe und Udo hat im Hintergrund einen Wutanfall gekriegt. Dann dachte ich, geil, bei Instagram hochgeladen, die Leute voll abgegangen. Und dann haben wir erst immer so 2-3 Mal die Woche Instagram-Stories 2 Minuten mit Udo gemacht. Und dann sagte ich, weißt du was, das ist kein Platz. Der braucht eine Geschichte. Wir haben keine Redakteure, wir haben keine Kameraleute, wir haben nichts. Wir machen das alles in Alleinarbeit. Ich filme das immer, ich schneide das am Handy. Die Videos werden am Handy gestellt. Ach so, am Tablet oder wirklich am iPhone? Ich filme im iPhone, habe so ein 19-Euro-Moped habe ich zum Film und dann schneide ich das am Handy. Das ist kein Witz. Und krass. So laden wir die Videos hoch und das mögen die Leute ja auch. Irgendwann ist ja auch die große TV-Welt auf euch aufmerksam geworden. Wie waren so die ersten Schritte? Alter. Wir hatten so viele Fernsehsender bei uns. So viel, kannst du dir nicht vorstellen. Es waren so viele Fernsehsender bei uns. Auch öffentlich-rechtliche? Auch, ja. Es hatten viele Sender bei uns angefragt, die wollten so viel machen und dann die Konzepte. Stimmt nicht und wir verkaufen uns halt nicht und das passt halt nicht und dann habe ich Sommerhaus der Stars könnt ihr beiden doch gehen. Was für ein Bump? Sommerhaus der Stars. Ja, kannst du auch. Gib dir gleich Sommerhaus. Mit Frank Fußbräuch und so. Ja. Und dann anschließend noch eben nach Australien hin, ne? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? TV-Sender. TV-Sender. So, und dann habe ich mir ein Haus gekauft, weil in Ostfriesland sind Häuser super günstig. 2 Euro. Nee. Habe ich einfach YouTube gemacht, das ist voll durch die Decke gegangen. Mein Feenhaus, Fito und ich heißt der Kanal. Da machen wir so einen Umbau. Da fährt mein Cousin rückwärts mit dem Auto. Aber du hilfst auch damit, oder? Ja, alle. Ja, du hilfst auch. Und dann kam auf einmal schlagartig 2 Fernsehsender. Boah, ist das geil. Auch öffentlich-rechtlich und halt Vox. Und da war ich super ungeduldig am Motzen, weil das dauert ewig, Fernsehen. Das ist ewige Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da soll was kommen. Und dann rief. Abends kriegte ich den Anruf, jo, pass ihm auf, Vox hat zugesagt. 4 Folgen, Wilkes Welt, so nennen wir das Ganze. Und einen Tag später, am nächsten Morgen, ruft NDR bei mir an und sagt, wir haben zugesagt, 8 Folgen. Ich sage, ey, Alter, sorry, ey, wir haben jetzt gerade schon bei Vox zugesagt. Da ist er voll ausgerastet. Boah, das gibt's ja nicht. Nicht böse gegenüber mir, sondern das hat alles so lange gedauert. Und dann haben wir in Rekordweltzeit, wirklich, die Sendung haben wir im Juni das Go gekriegt und im November wurden wir sonntags ausgestrahlt. Das ist ja schon sehr schnell. Alter, war das eine heftige Zeit. Gleichzeitig noch unsere Videos. Zu Udo haben sie gesagt, pass auf. Rausschneiden. Nee, pass auf. Der schreit so viel rum, den müssen wir ein bisschen zurücknehmen. Und dann musste man ihm das so vorsichtig erklären. Udo, du musst nur noch kommen, wenn wir dich brauchen, weil egal was war, bam, bam. Wie war es denn für dich, Udo, dass du dich ein bisschen zurücknehmen musstest? Schön. Ja, war das gut oder hast du dich beschnitten gefühlt? Nein, das war sein Format. Das hat nichts mit dem Fußballplatz und zu tun. Dann mach du doch Udos Welt im NDR. Nein. Udo arbeitet richtig geil. Er arbeitet auf einer Schiffswerft. Merkt ihr was? Ich kann wieder nichts ändern. Er arbeitet auf einer Schiffswerft und baut Luxusliner. Diese ganzen AIDA-Schiffe, Walt Disney, die baut er. Mir schreiben ständig Leute, er schreit bei der Arbeit auch so rum. Er säuft nur Kaffee, das schreiben mir so viele Leute, die dich da sehen. Und ist das so, Udo? Nö. Du, so langsam lasse ich ihn. Er kann ja glauben, was er will. Ich weiß, was ich mache.
Und ich weiß, dass ich meine Arbeit da mache. Ja. Und wenn er einen ganzen Tag Kaffee trinkt, Erzähl ihm, was du für die Kaffee gerade bezahlt hast. Im Hilton waren wir untergebracht. Oh. Darfst du nicht so laut sagen? Ja, Entschuldigung. Darf ich nicht so laut sagen? Ich habe 5 Kaffee bestellt und musste 17,60 Euro bezahlen. Und da war so viel drin. Ja, das war noch nicht alles. Dann gibt ihr mir die Parkschein für die Tiefgarage. Den kannst du absetzen. 28 Euro musste ich bezahlen. Kannst du fast in den Urlaub fliegen für dein Geld. Nee. Deswegen haben wir uns ein tolles Spiel ausgedacht. Und zwar spielen wir jetzt Ich oder der Andere. Okay, wir fangen an. Wer hat mehr Kohle? Seid ihr euch einig? Ja. Gut. Udo, ändert sich das irgendwann mal? Wirst du auch mal zum richtigen Star und hast mehr Kohle? Oder ist das du, es kommt mir nicht auf Geld an. Richtig. Nee, mir auch nicht. Aber was heißt mehr Kohle? So enorm ist das auch nicht, aber ich habe ja auch noch eine eigene Klamottenfirma und so. Das misst sich dann ein bisschen ab. Stark. Also ich bin nicht auf Geld fixiert. Wir teilen auch übrigens unsere Einnahmen. Das wird nicht wahr. Am Ende des Jahres machen wir einen Cut und dann kommt's rüber. Da hat Udo sich eine neue Küche morgen gekauft, Alter. So geil. Die habe ich noch gar nicht! Wer kennt die besseren Schimpfwörter? Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Baumwollschlüpfer ist er, ja. Wer bekommt mehr Dickpics zugeschickt? Was ist das? Einfach machen, mach ich. Ich weiß ja gar nicht, was das ist! Bekommt ihr denn auch viele Fangirl-Anfragen? Warte mal, wir müssen das Thema Dickpics noch kurz beenden. Frauen melden sich bei euch? Weil ich bin ja gleich offen gewesen, bin verheiratet und das abzutieren. Aber das reizt auch viele Frauen, wenn die wollen an einen verheirateten Mann ran. Nein, aber ich kenne auch. Ich sag immer wieder, und da soll auch jeder kapieren, ich habe mein Bienchen zu Hause. Es gibt doch die wahre Liebe. Und jetzt stellt ihn die Fragen aller Fragen, die ich euch bei Instagram geschickt habe. Stellt sie bitte. Wo hast du deine Frau kennengelernt? Auf Videotext. Geil. Ich war alleine. Ich war, glaube ich, 38, 39. So, und dann bin ich da mal auf, ich sag den Sender nicht. Vox. Und dann gibt's da so eine Seite. Ja. So, und dann habe ich das gelesen und dann habe ich darauf geantwortet. Und dann haben wir uns nach 2 Wochen das erste Mal gesehen. Auch in so einem Café getroffen. Wer ist versauter? Oh, was heißt versaut? Dirty. Das ist eure Fantasie versaut. Natürlich. Was bedeutet versaut? Okay. Will es keiner zugeben. Ja, wer sagt dann jeden Tag? Handnökerei. Achso, ja, Handnökerei. Was sagt ihr jeden Tag? Also, jetzt wird er verlegt. Jetzt. Also, wir haben bei uns in Ostfriesland eigene Sprache, Plattdeutsch. Ja. Das ist eine eingetragene Sprache. So reden wir normalerweise immer. Und Handnökerei heißt halt Handbetrieb. Und irgendwann hast du mal zu mir gesagt. Und jetzt, egal, wen ich treffe, ich sag, wo ist mein Handnökerei? Weißt du? Und dann gucken die erstmal so im ersten Moment. Hä? Wem ist die Freundschaft wichtiger? Ich ist eine Udo-Antwort. Wem ist die Freundschaft besser? Ich. Ich. Ja, beide. Doch, also wir sind beide. Wir sind richtig gute Freunde miteinander. Er ist ja so, du musst die Verbindung sehen. Der alte Typ, der bodenständige Ostfriese, sein Leben lang den sturen Job machen, dafür stehen, dass er Arbeiter ist. Und ich so eher der Freigeist, der eigentlich nie im Leben was auf die Reihe gekriegt hat. Und das kombiniert. Das ist doch top. Ja. Aber du hast ja in deinem Leben was jetzt hingekriegt. Ihr habt ja auch einen Ballermann-Hit. Ja. Wir haben auch wieder gemeinsam. Ich habe immer überlegt, Udo, das wäre ein Schlagerstar. Und dann habe ich über diese eine Mu, eine Mäh, eine Instagram-Story mal gesungen. Eins ist zum anderen gekommen. Wir haben das Musikvideo in 28 Minuten gedreht. Ohne Plan. Das ist so schlecht. Der Trecker fährt immer wieder am Bild vorbei. Und irgendwie hat das Ding so einen Schub gekriegt, dass wir ja überall in den Download-Charts auf Platz 1 waren. Aber das war eigentlich nur ein Witz. Ne? Weißt du, wie das ist? Das nimmt ja keiner. Das kannst du ja nicht ernst nehmen bei so einer Scheiße. Ich hab's auch nicht. Ich hab's auch von Dollerei mitgemacht. Aber wenn es die Saison jetzt gibt, 2021 auf Mallorca, seid ihr am Start? Macht ihr mit? Puh. Also ich glaube, das wäre mal witzig zu hören. Ich finde Ballermann übrigens mega geil. Ich auch. Wir sind jedes Jahr am Ballermann. Und vor allem, ich bin so. Ich war noch nie auf Ballermann. Noch nie am Ballermann? Nee. Plant ihr denn weitere Singles? Wollt ihr einen Nein. Nee, war das jetzt das einzige Mal, dass ihr Songs macht? Das war aus Jux und Dollerei und ich gehe nie wieder in ein Tonstudio. Ratatschinga, ratab, das kann ich nicht. Du willst, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Immer wieder von vorne. Ich werd hier wahnsinnig, jetzt ist Schluss. So eine Scheiße kann auch nur du erfinden wieder. Ein unterhaltsamer und lustiger Talk geht zu Ende. Schreibt doch mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Sollen wir die beiden mal besuchen? Soll Benny wieder ins Tor steigen? Nein! Oben gibt's ein Video von Manu Thiele, Kreisliga-Legende Florian Niederlechner. Ich habe es mir angeschaut und sage, es war gut. Und unten gibt's für euch auch ein tolles Video. Wir haben gesprochen und zwar mit Yin Kalle. Ich habe es mir angeschaut und sage, es war gut. Lasst ein Abo da, besucht die beiden überall. Nein! Auf World Wiedersehen und Farewell!